Die Weltsensation ist passiert. Es ist tatsächlich passiert. Als ob die Welt die Sendung mit den 60.000 Klicks sozusagen geschaut hätte. Und da jetzt gibt es endlich die erste Zeugenbefragung in Weißrussland, also dem Land, wo wir eigentlich jetzt 120.000 angebliche Corona-Tote haben müssten, gemäß der Befürchtungen von Bundeskanzler Kurz und Professor Drosten. Und wo angeblich ja nur 600 Corona-Tote zu verzeichnen sind. Und da wurden mal die Zeugen befragt, denn eigentlich müsste doch dort gestorben werden. Und dann müsste ja Lukaschenko die Zahlen runtergedreht haben auf nur 600. Da wurden sogar die Zeugen befragt, sozusagen, die Zeugen sogar befragt, wie es mit den Krematorien, mit den Bestattern aussieht, und nirgends ist was los. Ne? Also schauen wir mal. Tagesbild, ja, hier. Ich glaube, so sehen Sie es ganz gut. Unser Tagesbild. Jetzt gucken wir doch mal. Hier muss doch irgendwo, also hier ist die Sendung. Bist du ruhig? Ich weiß jetzt nicht, was hier los ist, warum ich jetzt hier... Ah ja, hier. Ich muss auf News und Talks links im neuen Tab klicken. Na, das liegt daran, dass hier eine Großstellung drin ist. So, dann haben wir hier News und Talks für Gebildete. Und dann haben wir hier gleich bei den ersten Sendungen Skobel Bild. Und jetzt kommt's. Corona-Investigation Weißrussland auf der Suche nach der Wahrheit. 27 Minuten 17. Alle möglichen Zeugen befragt. Krematorium, Krankenhaus, ganz normale Bürger, ältere Menschen. Eine einzige Zeugin oder ein einziger Zeuge sagt, eine 93-jährige Oma sei im Bekanntenkreis gestorben. Und dann eben hier die Sendung mit den, wir nähern uns den 60.000. Klicks, Stiftung Corona-Ausschuss, 12. Sitzung, Fehlanreize im System ab. Aussage der Next Scientist for Future.de ab 1 Stunde 47 Minuten und 22 Sekunden. Ich wiederhole, 1 Stunde 47 Minuten 22 Sekunden. Bitte sofort anschauen. Und in allen Playlists findet man das, weil das so wichtig ist. Playlists, haben wir hier die Playlists, und in jeder Playlist, was haben wir hier? News and Talks, sogar in der englischen Playlist. Da haben wir aus Versehen eine Werbung mit reingekriegt. Hier. Die Playlist beginnt wieder mit Bildzeitung und dann an der zweiten Stelle Corona Investigation Weißrussland, dann Termin 12, Fehlanreize im System. Also Sie merken, der Sender News und Talks für Gebildete bemüht sich wirklich rührend darum, wirklich alles Wichtige, was es in der Welt gibt, in diesem einen Sender zu vereinen, sozusagen. Ja? Also ich mache mal als Beispiel, oder hier ist sogar Christian in der, das ist News und Talks. Ja, hier ist also zum Beispiel jetzt hier auch Christian Felber drin, ja, mit der Gemeinwohlökonomie. Na, und so haben wir überall die besten Sendungen aus aller Welt sozusagen haben wir hier versammelt. Ja, dann gehen wir wieder zurück zu unserem schönen Tagesbild. Und ja, und heute... Warum? Wo wir gestern sozusagen über die Irrtümer von Krall geredet haben. Es gibt einen Anlass in den Kommentaren, die Irrtümer des Dr. Markus Krall und deren große Gefährlichkeit. Ja, dafür gibt es einen Anlass, aber es wird auch sehr viel um die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie, in Christian Felber gehen müssen.
heute und hier haben wir es nachher, da kommt es nachher dann, die Neoliberalen und so weiter. Da sind wir bei den Kommentaren. Und zwar, ich kann Sie jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wir hier heute sozusagen hier so vorgehen. Ja, klicken Sie mal, Sie können es jetzt nicht lesen, ich habe bei Google einfach eingegeben Weltratforum. Und dann kriegen Sie hier spätestens an der zweiten Stelle steht hier Weltrat der Weisen Xobor.de Forum. Und wenn ich da drauf klicke, komme ich hier auf diesen neuen Thread, und der ist wichtig. Kommentare aus Internetdiskussionen zu Next Scientists for Future und Weltrat, da klicke ich jetzt mal drauf. Da finden Sie Kommentare, ja, und zum Beispiel so neue Kommentare wie jetzt aus dieser neuen Sendung, ja. Der Ansatz der 23 Professorinnen des Weltrates und der Next Scientists ist sehr gut und solche Vorstöße sind dringend nötig, um etwas zu ändern. Übrigens wieder hier unten rechts anklicken, schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ich werde jetzt noch langsamer reden, ne? Ja, der Wohlfühlansatz erinnert mich an den Happiness-Index in Bhutan und so weiter. Ja, also hier finden Sie auch die neuesten positiven Kommentare aus den gesamten Internetdiskussionen zu Next Scientists for Future und Weltrat, ja. Also ganz viel für Sie. Und dann haben wir hier Dinge, da kommen wir nachher drauf zurück. Also Texte. Vielleicht mache ich das mal ein bisschen größer, damit man das noch besser sehen kann, ob das was bringt. Mal gucken. Bringt das was? Ein bisschen was, glaube ich. Ja, das waren die Kommentare. Und hier haben wir die Texte aus Internetdiskussionen, neuere Texte aus Internetdiskussionen. Und da widmen wir uns nachher, nachdem wir das abgearbeitet haben. Da kommen wir also wieder zurück. Und dann haben, das ist übrigens eine von den sechs Homepages, in dem Falle eine Forum-Homepage, die es im Umfelde der Next Scientists for Future gibt. Ne? Und es gibt ja und mittlerweile circa 600 Sendungen. So, dann machen wir aber zuerst mal die Kurznachrichten, bevor wir dann so richtig auf Krall und auf all diese Themen eingehen. Ja. Deswegen fange ich mit den Kurznachrichten von hinten her an. Ja, erstens haben wir eine Erfahrung gemacht. Wir haben jetzt mal einfach gemacht, wir haben mal recherchiert. Wir haben ja immer wieder zu tun, wir kriegen ja immer wieder von den Sendern geschickt sozusagen Kommentare mit Beleidigungen und Diskreditierungen, die natürlich dann schon gelöscht sind, aber zur Information. Wir haben jetzt mal hinterher recherchiert, was das denn für Menschen sind, die diskreditieren und Beleidigungen verwenden. Und da war sozusagen das Ergebnis ganz klar. Es handelt sich entweder immer um Rechtsextremisten oder immer um eindeutige Linksextremisten. Ist ja auch nicht anders zu erwarten. Oder hätten Sie es anders erwartet? Es sind doch gerade diese verfassungsfeindlichen Kriminellen, die jederzeit Beleidigung, Diskreditierung und Diffamierung als Mittel verwenden, um damit alles andere, was ablenken könnte von ihren gefährlichen, verfassungsfeindlichen Umtrieben, sozusagen, ja, also einfach möglichst nicht beachtet wird. Also, wir haben die Formel aufgemacht. Wann auch immer wir ein beleidigende Kom oder diskreditierende Kommentare irgendwie über Next Scientist for Future oder Weltrat sehen, wissen wir, aha, wieder ein Rechts- oder Linksextremist, ne? Ein Verfassungsfeind, ne? Ein krimineller Verfassungsfeind von links außen oder rechts außen. Ja? Und das sollten Sie sich auch als Formeln machen. Also es sind praktisch immer verfassungsfeindliche Links- oder Rechtsextremisten, die solche Mittel benutzen. Ja?
Und ja, dann haben wir als nächste Kurznachricht: Die Fuldaer Zeitung soll über Professor Bhakti berichtet haben. Eine normale Zeitung berichtet über Corona-Nachdenklichkeit, ja? Und Professor Bhakti soll da gesagt haben, ja, die Sterberate ist doch enorm wichtig, ja? Und deswegen, wir haben doch hier immer schon gesagt, wir müssen doch gucken, wie in Schweden oder Weißrussland gestorben wird und wie weit die tatsächlich von den 120.000 ja befürchteten angeblichen Corona-Toten tatsächlich entfernt sind. Und Schweden liegt immer noch in der Größenordnung 500, 5.700 angebliche Corona-Tote statt 120.000. Und Weißrussland liegt immer noch in der Größenordnung 600 angebliche Corona-Tote statt 220.000 Befürchteten. Ne? Ja, wie gesagt, Fuldaer Zeitung über Professor Bhakti, das ist doch mal toll, ne? Öffnet sich da etwa irgendwas, ne? Ja. Dann bei Hart aber fair fand wieder kräftiges Trump-Bashing angeblich statt. GMX berichtete darüber. Also angeblich hätte auch Plasberg wäre so richtig über den Trump-Fan hergefallen. Die Schlüsselfrage ist, über Lukaschenko fällt man her, auch weil er bei Corona nicht zu Diensten war und nicht bereit war, sein Land in einen Lockdown zu bringen. Über Tegnell ist man hergefallen, weil er nicht bereit war, Schweden in einen Lockdown zu zwingen. Und dadurch sind ja gerade Schweden und Weißrussland als unsere Nachbarn so richtig verräterisch geworden. Und hat nicht Trump auch viel zu viel sich geweigert bei Corona? So zu spielen, wie die Pharmaindustrie, die weltweite Pharma- und Medizinindustrie das wollte. Also haben wir deswegen ein Trump-Bashing, ein Lukaschenko-Bashing und ein Tegnell-Bashing. Ja? Fragezeichen. Ne? Ja, dann für uns Wissenschaftler noch einmal klar zu sagen, ist es extrem wichtig, immer am Endergebnis die Dinge zu messen. Warum wollen wir die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten? Weil es mir völlig egal ist, wie viel Untersuchungen, Studien, Gesundheitsamtsuntersuchungen, Lebensmittelchemieuntersuchungen sagen, dass bestimmte, ja, es werden dann vielleicht die Lebensmittel auf 50 Gifte untersucht. Und ob diese Gifte und wie viel davon drin sind, das ist mir doch völlig unwichtig. Mir ist doch nur eins wichtig. Wenn ich Gemüse beim Rewe kaufe, werden die Leute, die auch Gemüse, die Millionen Menschen, die Gemüse auch beim Rewe kaufen, entwickeln die danach, die sowas häufig kaufen, eher schlechtere Wohlfühlnoten oder bessere Wohlfühlnoten? Verglichen zum Beispiel mit Leuten, die Gemüse bei Alnatura kaufen oder bei Basic oder was auch immer oder bei Aldi, ja? Also das heißt, ich will doch statistisch klare Aussagen. Am Endergebnis, nämlich am Wohlfühlen und an den Gesundheitsdaten und den Langlebigkeitsdaten und den Wirtschaftswunderdaten, will ich, dass anhand dieser Kriterien mir ganz klar gesagt wird, wenn Sie in Zukunft Ihr Gemüse beim Rewe oder beim Aldi oder beim Alnatura, einkaufen, dann spricht das eben dafür, dass das Gemüse bei was weiß ich, bei dem einen eher giftiger ist, beim anderen etwas weniger giftig, beim anderen sehr wenig giftig und beim anderen ganz toll oder so, ja? Und dann weiß ich, wie ich mich als Bürger zu verhalten habe. Und genau das bringt eben nur eine Messung am Endergebnis. Mich interessieren auch keine Kontrollen. Mich interessiert auch, wenn ich jetzt Fleischesser wäre, würde mich nicht irgendeine Messung am Bauernhof interessieren, sondern die Leute, die das Fleisch von einem bestimmten Bauernhof gegessen haben, wie haben die sich langfristig von den Wohlfühlstimmen her, von den Gesundheitsdaten und den Langlebigkeitsdaten entwickelt?
Und dann kann ich entscheiden, will ich Fleisch von diesem Bauernhof oder von einem anderen, wo die Wohlfühlstimmen besser ausgefallen sind. Wir können nämlich dann durch saubere Statistiken mit dem Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden letztendlich für jeden Erzeuger, zumindest für jeden Supermarkt, aber dann auch eventuell auch für jeden Einzelerzeuger, können wir feststellen, was für Folgen die Produkte auf die Gesundheit und das Wohlfühlen der Menschen haben. Ne? So könnten wir dann den Supermärkten helfen, dass die auch noch bestimmte Zulieferer rausschmeißen. Ne? Schluck Wasser. Ja, und dann noch mal zur Krankenkassenreform. Also Dr. Wodak hat ja richtig angesprochen, dass wir immer auf der Hut sein müssen, was wir selbstverständlich sind. Wie können wir verhindern, dass Menschen, dass also individualisiert vorgegangen wird, so nach dem Motto, wie kann ich einen Kostenfaktor rausekeln und die kostengünstigen Leute behalten oder anlocken, ja? Und damit das nicht möglich ist, wäre doch ein ganz einfacher Weg, dass wir es so machen, dass die Krankenkassen in Zukunft nur noch die Personendaten ihrer Kunden verwalten. Und zwar ohne die Nummer, die dann auf der Karte steht. Und jede Karte muss anonymisiert sein. Man könnte ja eine zusätzliche Karte der Krankenkassen haben mit Bild oder so, damit aber eben die ist immer ohne Bild und die wird in den Praxen auch niemals verwendet, sondern die Karte mit der Nummer läuft immer nur zum Bundeswahlleiter und zum Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden und eventuell den statistischen Landesämtern, sonst nichts. Und nur das Bundeskriminalamt ist die einzige Instanz in der Welt, die dann auf Fort Knox Zugriff hätte, wo eine Papierbrücke, also ohne computerisierten Zugang, herzustellen ist zwischen einer Nummer und einem Namen. Und zwar nur, wenn das wirklich durch einen richterlichen Beschluss für nötig erachtet wurde, um einen Kriminellen zu verfolgen. Ja? Dann hätten wir verhindert, dass irgendeine Krankenkasse noch jemanden rausekeln könnte, weil die Krankenkassen gar nicht mehr wissen, wie viel Kosten eventuell überhaupt noch ein Patient sozusagen verursacht, falls wir das überhaupt noch haben. Könnte sich ja auch das System so vorstellen, dass so etwas gar keine Rolle mehr spielt, sondern dass es nur noch Verdienstzuschläge für das Gesundhalten von Menschen gibt. Aber solange es noch irgendwie tatsächlich zum Beispiel Operationskosten gibt, die noch tatsächlich einer Krankenkasse in Rechnung gestellt werden, solange hätten wir damit das System, dass dann die Krankenkassen gar nicht wissen, welche der vielen Personendatensätze bei Ihnen überhaupt welche Kosten verursacht. Das wüssten Sie dann nicht mehr, weil das wüsste nur noch der Bundeswahlleiter. Wenn überhaupt, der wüsste es ja auch nicht, sondern nur noch die Kriminalpolizei könnte das herausfinden. Ne? Ja, damit hätten wir also die Wünsche von Dr. Wolfgang Wodak voll erfüllt. Ja, ja Vielleicht ist es am Ende so, dass der Bundeswahlleiter eine einzige Karte für alles verschickt, allerdings nur mit Nummer und weder Namen noch Foto noch irgendwas. Ja, und wenn dann irgendeine andere Institution was mit Foto haben will, muss sie halt noch mal eine eigene kleine Karte verschicken. Ne? Ja, und dann ist bei Christian Felber wieder aufgetaucht die Verteufelung von Wettbewerb. Ja, ich bin nicht so sicher. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn zum Beispiel manche dann sozusagen freiwillig auch in bonobo-kommunistischen Kommunen leben wollen, ja, ob da wirklich
jede Form von Wettbewerb wirklich verschwindet. Ob dann wirklich die Leute keinerlei Lust haben, auch mal an einem Wettbewerbssport teilzunehmen, einem Gesundheitssport, ja, Bettitäsch oder Gesundheitstischtennis oder so, ja, mit linker Hand und rechter Hand und so weiter. Ob da wirklich niemand Wettbewerbsspiele will, das weiß ich nicht. Also ich kann nur sagen, dass ich bei Wettbewerbsspielen, dass es mir leichter fällt, mich anzustrengen. Allerdings habe, wie ich jetzt im Nachhinein ja sehen musste, Vorsicht, bei Wettbewerbssport besteht tatsächlich eine größere Gefahr, dass man sich Herzschäden zuziehen kann, weil man tendenziell immer ein bisschen dazu neigen könnte, sich zu überanstrengen. Aber wenn man darauf achtet, dass man sich auf keinen Fall überanstrengt, dann erlebe ich Wettbewerbssport eher so, als dass er es mir ganz leicht macht, wirklich genügend viel für meine Fitness und meine Kondition und damit für meine Gesundheitsförderung zu tun. Es ist mir viel leichter, mich anzustrengen bei einem Wettbewerbssport als beim Joggen zum Beispiel, ja? Also von daher, und dann, ob die Frauen in einer Kommune, einer bonobo-kommunistischen Kommune, dass da der Wettbewerb sozusagen nicht bei den Bonobos lautet der Wettbewerb, welcher Mann schenkt den Frauen und Kindern mehr? Und dann entscheiden die Frauenkörper darüber, wessen Spermienarmeen sie den schnelleren Zugang zu ihren Eizellen ermöglichen und welchen den gebremsteren. Ja? Und von daher, also Wettbewerbselemente werden immer da sein. Ob aber wirklich auch dann die Leute wirklich auf alle Formen des Wettbewerbs, ob das wirklich alles verschwindet, das wollen wir mal einfach offen lassen. Ja, das lassen wir mal als Frage offen. Aber solch eine grundsätzliche Verteufelung von Wettbewerb von Felber erscheint mir da vorschnell. Ja, bei Markus Krall, ja, gerade beim Gesundheitssystem hat er eben, ich unterstelle ihm keine böse Absicht, seine Konzepte führen zu einer extremen Entsolidarisierung im Gesundheitswesen. Ja? Die ärmeren, weniger klügeren Menschen, die auch oft die süchtigeren Menschen sind und die durch Werbung viel stärker manipuliert sind als andere, die würden nach den Konzepten von Dr. Markus Krall viel mehr bezahlen, während die reichen, klügeren Eliten weniger bezahlen würden ins Gesundheitssystem, weil nämlich, wenn es nach Krall geht, alle kleineren Kosten von den Patienten selber getragen werden müssen. Da aber die ärmeren, weniger klugen und süchtigeren Menschen, die durch Werbung und Manipulation allgemein viel stärker manipuliert sind und deswegen auch viel häufiger krank werden, was ja bewiesen ist, die Unterschichten werden viel häufiger krank, die würden dann also den Großteil der Gelder ins Gesundheitssystem bezahlen, sozusagen, während die reicheren, klügeren Eliten, die sich von den Manipulationen teilweise freimachen können, viel weniger bezahlen würden. Und das ist dann tatsächlich Entsolidarisierung. Ja? Also insofern, ich glaube nicht, dass Herr Krall das will. Er versteht nur nicht, dass sein System genau diese nicht bewusste Folge hätte. Aber dafür gibt es ja die Next Scientist for Future, dass wir diese Fehler aufdecken. Schluck Wasser. Und jetzt machen wir mal hier noch ach so, sorry, ich habe es verschoben. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Das Tagesbild aus Versehen verschoben. Jetzt gehen wir doch mal drauf ein hier. Die Irrtümer des Dr. Markus Krall. Da kann man aber auch gleich die AfD mit dazu nehmen, weil die sehr ähnlich denkt wie Dr. Markus Krall in vielerlei Hinsicht. Und nachher widmen wir uns dann noch Fridays for Future und GWÖ und ÖDP mehr. Obwohl wir ja Christian Felber haben wir ja gerade eben schon diskutiert als Tagesthema. Corona hatten wir auch schon. Wir müssen also nachher nochmal auf Fridays for Future eingehen oder ich mache das vorab. Ja.
Ja, liebe Fridays for Future, gell, wie gestern nochmal gesagt. Also nur die einzigen, die euch entgegenkommen können beim Klima und die das auch sachkompetent so können, dass dabei gleichzeitig sogar ein Wirtschaftswunder für ganz Deutschland abfällt oder für jeden beliebigen Staat dieser Erde, der als erstes bei den Next Scientists for Future anklopft. Das können nur die Next Scientists for Future. Und dieser Irrtum, deswegen, euer Irrtum ist total gefährlich, weil so wie ihr vorgeht, sorgt ihr eigentlich dafür, dass es auf der Welt niemals Klimaschutz geben wird, weil eure Strategie einfach so völlig irrtumsbelastet ist, dass dabei nichts rauskommen kann. Ja? Und an Extinction Rebellion auch nochmal der gleiche Gruß. Ja, also ich empfehle auch euch dringendst hier euch mal anzuschauen, hier all diese Kommentare. Warum seid ihr negativ gegenüber Next Scientists for Future, während der Rest der Welt ganz positiv ist gegenüber Next Scientists for Future, außer all den Rechtsradikalen und Linksradikalen, die natürlich nicht, ne? Das ist klar, ja. So, und jetzt bitteschön, gehen wir wieder zurück zu Dr. Markus Krall, der ja heute wieder Hauptthema ist, ja? So. Schluck Wasser. Ich hoffe, Sie haben schneller gedreht. Ich werde jetzt langsamer. Die Neoliberalen, die Sie als Pseudo-Experten fordern, sitzen dem Irrtum auf, alle Menschen seien hochintelligent und könnten durch Bildung Eigenverantwortung lernen und sich selbstständig und bewusst gegen alle Tricks der intelligentesten Werber und vieler anderer Manipulatoren schützen. Leider ist die Wahrheit genau anders. Anders. Die Masse muss geschützt werden vor den Tricks der intelligenten Irreführer. Warum haben wir denn Zwangskrankenkassen? Weil die Masse nicht in der Lage ist, vorausschauend zu investieren und manipulative Tricks der Intelligenteren zu durchschauen. Wir wollen keine Gesellschaft des Sozialdarwinismus, wo sozusagen jeder Betrüger die Massen manipulieren kann und ausbeuten kann und dann daraus Milliarden scheffeln kann. Nein, wir wollen unsere Bürger schützen, und zwar auch die weniger gebildeten und auch die weniger intelligenten sollen bestmöglich geschützt werden vor den Schädlichkeiten von freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Aber genau das wollen die Neoliberalen nicht. Man darf ihnen nicht unterstellen, dass sie den Schaden der weniger intelligenten Massen aktiv wollen. Sie hängen nur dem Irrtum an, dass es auch für die Massen gut wäre, wenn man dem Markt freie Hand lässt. Ja? In Wirklichkeit kommt es zur Massenmanipulation der weniger gebildeten Schichten und damit zur Zerstörung von deren Leben und Gesundheit. Also, das neoliberale Menschenbild stimmt nur für die allerobersten Eliten, aber nicht für die ganz normale Masse. Also man könnte sagen, diese neoliberalen Denker kommen meistens aus der Oberschicht und schließen von sich aus andere. Und da sie sich so gegen manche Manipulation schützen können oder sich davon nicht beeinflussen lassen, denken sie, es könnte die Ungebildeten könnten das auch. Die können das aber nicht. Also Kralls Menschenbild ist also schlichtweg falsch, unrealistisch und wäre unendlich gefährlich besonders für die ungebildeten Schichten der Gesellschaft, sozusagen. Und jetzt antwortet aber dann daraufhin wiederum der andere Kommentator, weil die Masse in der Lage ist, der zitiert das sozusagen,
Das kann und wird sie lernen, sagt er. Ja, und das ist genau der Punkt. Viele Menschen können bestimmte Sachen nicht lernen und werden sie deswegen auch nicht lernen. Und deswegen auch wieder die Antwort des anderen Kommentators: Sie denken nur in Eliten. Ja, die können das, aber alle anderen sind damit weit überfordert. Die Neoliberalen leben in dem Irrtum, die Masse wäre genauso klug wie sie selber, die Eliten. Dann antwortet wieder der andere: Die anderen werden es lernen müssen und es ist auch nicht wirklich so schwer, die Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Es wurde nur etwas verlernt, kann aber wieder gelernt werden, weil es muss. Das ist ein Irrtum. Das wurde nicht verlernt. Es wurde nie gelernt, weil ich geistig man dazu überfordert war. Deswegen dann nochmal so ein Kommentar. Sorry, aber bist du unfähig, die Verantwortung für dich selber zu übernehmen? Lässt du dir alles aufschwatzen? Typisch übrigens für solche Neoliberalen, dass sie dann gleich die Leute beleidigend duzen, ne? Lässt du dir alles aufschwatzen? Glaubst du, alles unkontrolliert? Ist der Arzt ein Gott in Weiß für dich? Es ist doch nichts weiter, als dass wir alle erwachsen auf allen Gebieten werden müssen. Also wenn ich denke, wenn wir darauf warten würden, würden wir Millionen Jahre warten. Ja? Und das können sie auch, wenn sie denn wollen. Ja? Und deswegen jetzt die richtige Antwort. Ich kann das problemlos, aber ich weiß, dass ich zu den Ausnahmen gehöre. Für die Masse ist der Arzt ein Vollgott in Weiß und glaubt alles. Ihr Menschenbild als Neoliberaler ist nicht mit der Wissenschaft kompatibel. Für Wissenschaftler ist der Mensch extrem manipulierbar. Ja, eben weil er auch das sozialste Wesen der Erde ist und deswegen also auf das Miteinander angewiesen ist und wir in der Evolution, unsere Vorfahren quasi genetisch darauf programmiert sind, blind unseren Gruppenmitgliedern zu vertrauen, weil die in der Evolution vor Erfindung von freiem Markt und freier Arbeitsteilung es ja auch tatsächlich gut mit uns meinten und zwar alle. Ja, wenn die Männer alles den Frauen und Kindern schenken, und da also ein Interesse an deren Wohlergehen haben, dann konnte man denen ja auch voll vertrauen, ja? Während einem Händler, der uns jetzt einfach über den Tisch ziehen will, uns möglichst viel andrehen will, dem können wir eben heute nicht mehr vertrauen. Einziger Unterschied: Erfindung von freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Schluck Wasser. Für Wissenschaftler ist der Mensch extrem manipulierbar. Deswegen müssen wir die Gesellschaft so umbauen, dass sich Manipulationsversuche nirgendwo mehr rechnen. Sie scheinen das verhindern zu wollen. Warum? Wollen Sie etwa, dass Leute weiterhin durch Manipulation profitieren können? Wollen Sie weiterhin, dass der Freund von Professor Drosten Abermillionen Profite durch Testverkäufe macht, nachdem Drosten die Masse mit Hilfe seiner vorteilbringenden Irrtümer manipuliert hat? Fragezeichen. Sie sehen doch bei Corona, dass die Masse jeden Irrtum sofort übernimmt, also maximal manipulierbar ist. Und da wollen Sie ein System, das Manipulation nicht verhindert? Wollen Sie das wirklich? Oder glauben Sie nur, dass Ihr System gut sei, weil Sie es einfach nicht zu Ende gedacht haben? Ja, also so viel, warum Kralls Ideen wirklich so brandgefährlich sind für uns alle, ne? Ja, und dann gehe ich jetzt wieder zu dahin zurück. Hier finden Sie dann noch also ganz viele, also hier sind die, waren die Kommentare und hier finden Sie hier Texte aus Internetdiskussionen. Ich muss es ein bisschen nach rechts rücken, damit Sie es besser sehen. Neueste Texte aus Internetdiskussionen, so haben Sie es jetzt alles im Bild. So,
Zum Beispiel, ich lese mal was vor. Auch mal angenehm, wenn es in einem Beitrag einer Diskussion nicht nur um Probleme, sondern auch um Lösungen geht. Das war das blaue Video. Sie brauchen bei Google nur einzugeben, Termin 12. Ja, das ist gemeint. Ja, hab ja teilweise auch das Gefühl, dass einige Bürger ihre Füße nicht auf die Straße kriegen und so weiter. Also, dass sie letztendlich sich weniger um Lösungen kümmern, sondern nur immer ums Klagen über Probleme. Und so finden Sie hier lauter solche Diskussionen. Ich gucke gerade mal, die sollten Sie alle lesen. Hier geht es um die Gemeinwohlökonomie, ja, nochmal ganz gezielt. Geht es hier um die Gemeinwohlökonomie und darum auch da, hier ist zitiert aus Wikipedia, die Kritik an der Gemeinwohlökonomie und so weiter, ja. Dann sind Dialoge zum Thema Gemeinwohlökonomie hier und dann, jetzt gucke ich mal, hoffentlich ist das drin. Tja. So, jetzt suche ich, bin ich, guck gerade nur noch. Ah ja, die Neoliberalen, die Sie als Pseudo-Experten fördern. Also Sie merken es, auch das, da ist das drin, was ich eben groß vorgelesen habe, ist genau hier auch nochmal drin. Sie finden hier alles, also auf einmal und auf einen Blick. Sie googeln Weltrat Forum und an der zweiten oder dritten Stelle finden Sie das Forum und dann finden Sie das erste davon hier, also Weltrat anklicken, Weltrat der Weisen, dann hier Kommentare. Es müsste da eigentlich stehen, Kommentare und Diskussionen aus Internetdiskussionen zu Next Scientists for Future und Weltrat. Und da klickt man drauf und dann hat man es, ja, und ja. Also. Das war das. Dann können wir das wieder zumachen. Übrigens soll es demnächst bei Oval Media dann auch neue Zusammenschnitte geben. Ich hoffe, dass dann auch der Talk mit Next Scientists for Future dann noch möglichst oft wieder erwähnt wird. Ja, also bin mal gespannt drauf. Und ja. Wir warten immer noch auf die Sendung hier bei Kai Stuttkaravan. Da habe ich mir 2 Stunden, 15 Minuten die Mühe gemacht, wirklich alles durchzutalken mit dem hier mit dem Chefjournalisten Kai Stut. Schade, dass es bis jetzt noch nicht erschienen ist. Ich habe ihm natürlich an einigen Punkten widersprechen müssen. Weil wir sind nun mal der Wahrheit verpflichtet und ich konnte natürlich nicht einfach nur seinen Ideen folgen, ja, wo sie nicht wissenschaftlich haltbar sind. Ja, wir sagen ja schließlich die Wahrheit und vielleicht wurde bis jetzt deswegen die Sendung noch nicht veröffentlicht. Keine Ahnung, ja. Ja, und dann noch mal hier gucken wir noch mal, ob wir wirklich auch alles haben. Also die ÖDP ist mittlerweile auch sehr Gemeinwohlökonomie nah und ist eher sehr linksradikal geworden. Und deswegen trifft auch die Kritik, die es an der Gemeinwohlökonomie dann zu lesen gibt, auch für die ÖDP zu. Sie ist unrealistisch, sie hat auch Tendenzen, die deutsche Wirtschaft zu schwächen, die Unternehmen aus dem Lande rauszutreiben und so weiter. Und deswegen ist das auch gefährlich, ja? Ja. Das war's mit den heutigen, nochmal zum Schluss das Tagesbild, damit das auch hoffentlich erkannt wird. Das war's mal wieder mit der heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.